Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, wir fahren schon entspannt hin, das stimmt, aber wir haben große Ziele für die Rückrunde. Wir wollen das, was sich die Mannschaft aufgebaut hat in der Hinrunde, wollen wir bewahren und festigen. Dann freue ich mich total drauf, dass unsere beiden Langzeitverletzten Martin Stoll und Gaetan Krebs wieder da sind, großartig. Und dann freue ich mich auf die beiden Jungen, die wir mitgenommen haben, die wir hier noch nicht gesehen haben bei den Profis, Ernesto De Santis und Marvin Melem. Und mal gucken, wie die sich bei den Profis machen. Also es wird ganz spannend, wir werden ganz viel arbeiten und es wird neue Erkenntnisse geben. Und wir haben ganz viel vor in der Rückrunde und sind da noch lange nicht am Ziel. Mir geht's gut. Ich habe ja mich operieren lassen müssen vor 3 Wochen und das ist ganz gut gelaufen. Und ich finde mal, es gilt die Devise, lieber den Sportdirektor verletzt mitnehmen als Spieler. Und es hat ja offenbar auch schon eine Tradition in Karlsruhe. Letzte Saison hat sich ja der Markus Kauzinski im Trainingslager verletzt. Dieses Jahr nehmen wir halt einen Kranken mit, mich. Damit kann ich leben. Ja, wir werden natürlich auch mit vielen Spielern sprechen. Das stimmt, es laufen nach wie vor 8 Verträge aus und jeder Spieler, dessen Vertrag ausläuft, hat natürlich die Chance, sich über gute Leistungen zu empfehlen für einen neuen Vertrag. Und wir werden auch über solche Dinge im Trainingslager reden, insbesondere aber im Trainerstab mit unserem Scout, der mitgekommen ist, der Lothar ist dabei, der Lothar Strehlau, und werden dann uns nochmal ein klareres Bild verschaffen, damit wir eben wissen, wie wir da handeln wollen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.